So, den rüste ich jetzt noch ein zweites Mal auf. Und das Kriegsbäumchen. So. Jetzt machen wir Ausrüstungsplatz 1, Ausrüstungsplatz 2. Dann gucken wir hier nochmal vorbei. Schauen einmal, was wir herstellen können. Da geht nichts. Das macht aber nichts. So. Wir haben zwei Sägen. Da gehe ich auf. Hier schön Schnellschuss. Und nämlich noch einen besseren DPI. So, dann sagen wir einmal kurz Menü wechseln. Alle übertragen. Gehe ich nämlich jetzt nochmal fix. Ah, fuck. Das hat's noch geliefert, jetzt lohnt sich noch dahin zu gehen. Jetzt kann ich wahrscheinlich dann noch ein paar Sachen rausholen. So. Ich habe jetzt einfach fucking 5 Schmiedesteine noch for free gekriegt, nur durch den Steinbruch. Und das an Tag 4. Das ist so irrsinnig viel. So, wieder Menü wechseln, alles übertragen. So, dann laufe ich jetzt einmal fix zu dem Sägewerk. Rüste das auf. Ich hoffe mal, dass das riecht. Wenn das nicht reicht, ist ein bisschen bitter. Dann hau ich jetzt nochmal einiges von Zeit raus. Und was ich besser nutzen könnte. Klingt halt ein bisschen so, als ob das so stressbehaftet ist. Ist es aber eigentlich gar nicht. Es spielt sich eigentlich ziemlich. Also ganz entspannt nicht, aber das Schöne ist, man bleibt die ganze Zeit auch schon so ein bisschen so halb konzentriert, aber richtig stressig ist es halt auch nicht. Wenn man ein bisschen vorausplant, so was man machen will, dann ist das alles halb so wild. Wie jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich Sägewerk und den Steinbruch, damit bin ich ziemlich gut aufgestellt schon mal. Klatsche ich das ganze Gedöns da einmal rein. Repariere ich nochmal oder nicht? Die Axt brauche ich gerade nicht. So, dann porte ich mich nämlich in die Region. Ins Sumpfland. Und dann gucke ich mal, ob ich hier Silber kriege. So, Blutmond ist die nächste Nacht. Blutmondnacht heißt immer, dass die Monster, die kommen, also diese Hellviecher, diese Dunkelwesen, die werden halt deutlich stärker und es werden halt mehr. Vorteil, die nächste darauffolgende Nacht ist ohne Viecher. Aua. Aua. Ja, das wäre mal zu viel will, ne? Alter, nochmal 5 Stück. Das ist sehr gut. Wenn man Pech hat, bekommt man nämlich irgendwie nur so 3 oder so von den Drachen raus.
Und ich will schnellstmöglich den zweiten Donnerbogen haben. Danach habe ich ziemlich ausgesorgt. Erstmal eine ganze Zeit lang. Im Endeffekt, jetzt heißt es halt schön viele Ressourcen farmen, alles was man für die Late-Game-Waffen braucht. Die Late-Game-Rüstung, die kriegt man so nebenher, finde ich. Das ist nicht so super dramatisch. Wichtig ist halt hier sowas wie Silber halt mitzunehmen. Und das ist auch interessant, hier sind zwei Schnellreisepunkte ziemlich aneinander. Und danach, nach dieser Blutmondnacht, gucke ich dann, dass ich in der nächsten Nacht Richtung Glutbogen noch gehe. Dass ich mit dem Feuerbogen von oben hole. Quasi die Quest erledige. Oh nee, aua. Ich hätte mir noch ein paar Tränke mitnehmen sollen. Komm. Auf jeden Fall. Alter, nochmal 5. Ich lag gerade übel rein. Naja, mal gucken. Also bei dem Run weiß ich nicht, entweder Saga-Boss oder Tag 15 überleben. Ich glaube eher letztere. Kommt drauf an, wie viele Ressourcen ich kriege. Oh Gottes Willen. Da hat die mich einfach von oben angeballert. Ja, komm her. Okay. Die will nicht. Manches Mal, wenn man Glück hat, springen die sozusagen aus Versehen runter. So, und ich muss jetzt aber sofort auch zurück. Ah, ich mach das jetzt schon. Man kann, das Schöne ist während des Backportens noch laufen, ein bisschen erkunden. Das macht zwar nicht wirklich super viel aus, aber schon ein bisschen. Guck ich mal. Nornbogen 2 dürfe ich noch nicht machen können. Nee, da fehlen noch ein paar Pilze, aber das habe ich im nächsten Tag eigentlich ziemlich safe. Ja, das mache ich noch. Ich hole mir noch fix ein paar Ressourcen. Und mach schon mal eine Tür, wenn's geht. Blöd. Und ihr seht jetzt schon, wie viele Ressourcen ich jetzt Tag 4 schon habe. Ich meine, ich kann ein komplettes T1 schon einmal machen von einer Seite Schrägstrich vom Tüftler-Tor. So, und jetzt muss ich hier einmal eben aufmachen, weil da sieht man so ein Vieh mit dem hier. Das muss sterben, bevor er das irgendwas macht. Das macht 1000 Schaden am Yggdrasil. Das ist einfach too much. So, der muss auch weg. Ist aber, wie man sieht, gerade mit dem Bogen weniger ein Problem. Da kommt noch ein Springviech. Auf meinen Dorfbewohner regeln halt auch. Was ich ein bisschen schade finde, dass man
nicht so viel Benefit daraus hat, wenn man, also dass sich die Tore nicht automatisch reparieren, quasi nach Ende der Nacht, und man sozusagen dann halb kaputte Tore hat, und gerade auf T3 ist das sehr nervig, da müssen die erst kaputt gehen, bevor man die wieder aufbauen kann. Das ist richtig kacke. Da hoffe ich mal, dass man da irgendwie... Entschuldigung. Bisschen was machen kann. So. Jetzt müssen wir eben einmal die... Nee, warte mal. Wir müssen nicht reparieren. Das ist nämlich das Schöne. Man sieht ja gerade unten über meinen Charakter... ich habe eine rote Holzfeuerachse, ja, und eine rote Spitzhacke. Das Schöne ist, wenn man Silber hat, beziehungsweise das Material der nächsten Stufe, kann man einfach die neuen Sachen herstellen. Und man hat wieder voll aufgeladene neue Sachen, ohne dass man reparieren musste. Ist auch so ein kleiner Tipp, um ein bisschen Kosten zu sparen. Ansonsten gucken wir mal eben, dass wir jetzt nochmal den Rest Pilze farmen. Dann haben wir nämlich schon den Donnerbogen Stufe 2. Das bringt schon mal einen extremen Boost. Und erleichtert uns schon mal eine ganze Menge. Dumm, dass der Schuss dann drüber geht, obwohl der direkt vor mir ist. So. Oh, das ist nice. For free Ressourcen nehme ich gerne mit. So, ja, da will ich auch noch gar nicht rein. So, wir brauchen Pilze, 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 Pilze. Da ist Silber. Tempo-Schrein nehmen wir auch gerne mit. Ach so, ah fuck, den Hirsch hätten wir noch holen müssen. Gut, passiert. Da sind Pilze. Könnte sogar schon reichen mit den Pilzen. Just in case gehe ich hier aber trotzdem noch her. Was halt doof ist, man kann ja so ein bisschen jumpen, das ist aber nicht so wie bei Dark Souls, dass man dann kurze Unverwundbarkeit hat. Wenn man getroffen wird, kriegt man trotzdem den Schaden. Und vor allen Dingen, man kann ins Wasser springen, dann ist man instant tot. Deshalb ganz vorsichtig mit solchen Sachen. Funktioniert übrigens auch mit dem Waldläufer, wenn man den normalen Bogenschuss macht, nicht in dieser Schützenposition, und direkt hinter sich Wasser hat, und dann jumpt er auch da rein. Das ist mir in der ersten Runde passiert, und da wusste ich gar nicht, was da los ist, weil so rennt man sonst nur ins Wasser, also ans Wasser. Aber naja, man ist wie bei einer unsichtbaren Mauer dann halt davor. So, hier, ich kann da nicht rein. Außer ich springe da rein, aber das mache ich garantiert nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Ressourcen, noch ein Levelaufstieg, was auch gut ist. Jetzt gucke ich da noch eben, ob dieser eine Gang hoch geht. Und wie wir ja wissen, haben wir diese Nachtruhe vom Viechern. Deshalb nutzen wir das Ganze und
machen das nochmal ein bisschen interessanter. So, Schaden mit Bögen nochmal 10% erhöhen. Und ich bin schon Level 8. Level 10 ist leider das Maximallevel. Das heißt, man kann nicht alles leveln, was man auf dem Bildschirm sieht. Das ist ein bisschen doof. Das sollte aber schon reichen von den Ressourcen her. Wir haben auch schon fast wieder 900 Seelen, das ist auch gut. Im Endeffekt brauchen wir jetzt Seelen hauptsächlich erstmal zum Aufrüsten. Für die anderen Dinge nicht so. Ich könnte auf diese Inseln da hoch, das heißt auf diese Gebirge eher, nicht Inseln. Sehe ich aber gerade noch keinen Sinn hinter Actual. Also lasse ich das jetzt erstmal. So, jetzt habe ich gerade nur noch den Donnerbogen. Achso, ja, das ist übrigens auch so eine Sache. Wenn man ganz nah am Rand steht, kann man doch teilweise die Ressourcen abfarmen, die quasi da drüber sind. Wenn es direkt quasi nur ein Feldunterschied ist, dann kann man viele Ressourcen da noch abfarmen. Wie das hier, das Eisen, das über mir, stelle ich mir hier an den Rand und dann geht das auch. So, hier war aber irgendwo noch so ein Drache. Dem mache ich jetzt wahrscheinlich elendig wenig Schaden. Aber den hätte ich trotzdem irgendwie gerne. Weil eigentlich müsste ich das mit dem Glutbogen machen. Ja, ich bin hier in der Nähe. Ich fahre mir gerade noch den Rest einmal ab. Genug. Okay, nein. Den lasse ich jetzt. So. Dann port ich mich jetzt einmal kurz zurück. Schmeiß meine ganzen Ressourcen da rein, repariere einmal. Ich habe die falschen Pilze. Ah, das ist natürlich bitter. Was? Machen wir hier den nächsten T1 ready. Und ihr seht, wie viele Ressourcen man einfach durch diese Outposts bekommt. Die darf man nicht ignorieren. Die bringen halt so immens viel. Ich meine, ich habe noch nicht mal die Sachen jetzt hergestellt. Das ist rein von den Outposts. So, dann damit ist das die City komplett T1. Ist schon mal ganz gut. Hau ich die restlichen da rein? Ja, tue ich. Krieg da noch ein bisschen hier. So, jetzt ich muss dahin. Den nächsten Punkt. Oh, hatte ich da noch keinen? Das ist natürlich bitter. Na gut. Hilft alles nichts. So, dann heißt laufen, aber vorher hole ich mir noch fix Tränke.
Vor allen Dingen, es wird jetzt gleich Tag, deshalb hole ich mir vorsichtshalber auch noch die Hitzetränke. Hitzeschild. Damit bin ich jetzt schon mal gut bestückt. Nochmal mit Lebenstrinken und allem drin möglichen. Und ansonsten wie immer alles mögliche mitnehmen. Übrigens, wenn ihr auf diesen Wegen rumrennt, dann werdet ihr auch mit der Zeit ein bisschen schneller. Bricht aber, finde ich persönlich, ziemlich schnell ab. Und manches Mal sind die Wege auch nicht 100% ersichtlich. Da wird es dann noch ein bisschen schwieriger. So, hier ist ein Gefangener, den gucke ich mal, ob ich den irgendwo finde. Ah, es ist schon wieder Taktablenkung hier, ne? Ah, okay. Jetzt in die Wüste. Ich hoffe mal, dass die nicht zu High Level ist, sollte aber eigentlich nicht. Gerade noch mal kurz die Map checken. Gut. Den Weg am besten. Ja, tschüss. Ah, two hit. Alles easy. Das Ding zum Gebild habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Hier ist auch immer sofort alles mitnehmen, was man kriegen kann. Achso, und man sollte den Trank reinschmeißen. Will ja nicht lebendig gebraten werden. Okay, das ist ein bisschen doof, dass hier jetzt 200 ist. Muss ich ein bisschen aufpassen. Die Ranken auf jeden Fall mitnehmen. Bin ich hart delevelt, aber halt ein bisschen. Das reicht schon halt. Die bekommen dann halt ein bisschen mehr Resistenz und halten halt ein bisschen mehr aus. Eine gute Waffe ist, kann man da trotzdem natürlich was machen. Ist aber tendenziell eher nicht zu empfehlen, muss man sagen. Ich bin jetzt zum Glück nur 18 Punkte drunter. Ja, mach immer. Die Kleinen sind jetzt nichts, was mich. Oh Mann. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht passiert. Oh, das ist bitter. 1400 Seelen weg. Ah. Oh, shit. Das tut weh. Das kann jetzt sehr viel verkackt haben. Vor allen Dingen, ich habe da immer noch keinen Spawnpunkt. Oh, shit. Die Ressourcen ist nicht ganz so dramatisch, aber die Seelen ist jetzt hart. Oh, verdammt, Alter. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Vor allen Dingen, ich hatte ja Tränke bei.
Aber so kann es halt passieren. Im Endeffekt heißt jetzt Leben in der Lage. Gucken, wie ich jetzt diesen Schaden ausgleichen kann. Gibt, glaube ich, gerade nur zwei Optionen. Einfach versuchen, ein bisschen rein zu locken. So. Okay, die Werkzeuge sind anscheinend im Eimer. Ist nicht so gut. Da ist aber der Questgeber. Geh ich runter? Ja, ich gehe runter. Gut, sehr gut. Hier ist nämlich dann immer. Geht weg mit. Erstens ist hier wieder ein niedrigeres Gebiet. Zweitens ist der Questgeber hier. So, dann eine Elite-Kreatur besiegen. Okay, gucken wir mal. Ich muss zurück. Fuck. Ja, wie gesagt, das, was mir gerade passiert ist, das hätte nicht passieren dürfen. Diese 1400 Seelen, das ist jetzt eine extreme Einbuße. Vor allen Dingen, ich kriege gerade nicht mehr die Sachen repariert. Was overall am bittersten ist. Und dann ist auch noch bald Nacht und die nächste Jury ist da. Das ist jetzt halt richtig bitter. Also wie ihr seht, mache ich gut Schaden an dem, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, der Bogen ist jetzt gleich im Menü und ich muss auf den anderen wechseln und mache deutlich weniger Schaden. Da rettet mich aber gerade mein T1 vor. Am Baum ist. Aber kein Problem. Power bauen wir auf. So, Frostschild Elixier 3 würde ich schon gerne mitnehmen. Jetzt die Frage aller Fragen, was nehmen wir mit? Würde ich an sich nehmen. Aber das ist halt auch geil, aber na komm, scheiß drauf, nehmen wir ein bisschen mit Donner mit. Schnell reparieren. Und das Blöde ist, dass die Ausrüstung danach nicht mehr auf demselben Platz ist. Da muss man immer dran denken. Warum ist das Donnerelement so stark? Ganz einfach. Wie ihr seht, macht das Zusatzdamage bei den dunklen Kreaturen.